Penner. Ja, ne? So ein Dödel. Ein Doofmann ist das. Ein Doofmann. Und sich von diesem Rüpel alles. Aber hey, wir haben's, zwei von uns haben's geschafft. Ja. Ich hab ein Rätsel. Zwei von uns haben es geschafft. Einer war nicht ich. Ja, natürlich nicht. Einer war Kaya. Ja, nee, nicht Kaya, meine ich. Eben nicht. Haha, Kaya ist tot. Das ist funny. Das ist nicht witzig, aber funny. Aber diese Werbung ist irgendwie so doof, dass es wieder gut ist. Ja, ne? Das ist nicht witzig. Warte, wer war das nochmal? Welcher Fußballspieler hat da nochmal mitgemacht? In der Werbung? Gott, keine Ahnung. Ist das nicht witzig? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, es war ein Sportler. Ich weiß nicht, ob es ein Fußballspieler war. Das weiß ich jetzt auch nicht. Schweinsteiger und Uldi. Schweinsteiger, genau. Und dann sagt er halt... Ja, Uldi. Schweinsteiger. Uldi und Goldi und, ne? Ja, ich lese einfach immer erstmal vor, was da steht, bevor ich denke. Es hätte auch sein können, dass es jemand gibt, der Uldi heißt, ja? Uldi? Der ist ja auch ein Oldie. Ja, ne? Ist ja auch ein Oldie, der Oldie. Ja. Old but oder gold. Oder Odie. Der Old but gold. Von Garfield. Ja, Oldie. Oldie, genau, stimmt. Oldie. Oldie mochte ich hat nicht. Jemand, kanntet ihr den Realfilm von Garfield? Mit echten Schauspielern, aber Garfield war halt so eine 3D-Katze. Ich kenn nur die Dinger. Die Re-Verfilmung. Ja, sag ich doch, das ist die, ja. Das meine ich doch. Ja, ich kenn nur die Comics und so weiter, kenne ich nicht. Ach so. Weil du ja gefragt hast, ob wir auch die Re-Verfilmung kennen. Und ich kenne nur die. Und du kennst nur die Re-Verfilmung. Ja. Und die kenne ich zum Beispiel nicht. Ja. Früher fand ich sie übelst witzig, aber heute. Sind immer noch übelst witzig. Ich weiß nicht, ob ich es heute so witzig finden würde. Rommel! Witzig! Ja, kennt ihr das, wenn man eine Kinderserie sieht als Erwachsener und dann erst die ganzen Witze von den die für die Erwachsenen gemacht waren, versteht? Ja. Allerdings, ja. Ja. Hihi. Oh mein Gott. Ich bin back, Baby! Oh mein Gott. Mickey Mouse ist back, yo! Mit seinem neuen Rap-Album. Bitte nicht. Der war cool, ja. Das war er. Also es geht noch um Garfield. Garfield. Die Realverfilmung. Hm? Mit der Katze, die... Interessanterweise, andere Katzen sind Realkatzen gewesen, aber Garfield war keine. Ja, genau. Beim ersten Teil wurde da von Thomas Gottschalk gesprochen, ne? Ja. Was? Hey, noch ein Bill. Hi, okay. Bill. Synchro. Oh Gott, jetzt gibt's die zweimal. Zwei Bills, wir haben uns vermehrt. Zweimal Werkzeugkisten und zweimal Sanitätskoffer. Hört auf, wohl zu vermehren. Das geht nicht. Das ist schrecklich. Das geht nicht oder das geht nicht? Das geht nicht. Das gilt nicht. Das geht nicht. Okay, aber es geht ja, wie man sieht. Ja, nee. Es soll ja nicht gehen. Jetzt ist es verwirrt. Es geht doch. Okay. Wenn sie schweigt, ist das nicht ein gutes Zeichen. Hi, Daria. Muss ich gerade das Gehirn massieren, um... Die Kopfschmerzen ich bin am überlegen, ob ich dich umbringe oder ob ich es lieber lasse. Da musst du mit ihm eine Runde Killer spielen, da kannst du ihn umbringen. Da fällt mir ein... Bringt das um, bevor es Eier gelegt, genau. Ja, genau. Beim nächsten Mal, wenn ich zu euch komme, so... Du gehst mit mir in den Keller und hinter deinem Rücken ist das Messer. Nur ein Messer? Komm, ich muss dir was zeigen. Die Axt. Ja, aber die ist nicht so gut zu verstecken hinterm eigenen Rücken. Nee, sie macht das anders. Sio, ich zeig dir mal unseren neuen Weinkeller. Zack. Genau sowas. Da ist aber eine miese Sau-Falle drin. Genau. Du musst, so, du findest es also toll zu singen, dann musst
dann sing, bla, irgendwie sing so. Sing um dein Leben. Genau, sing um dein Leben. Oh, bitte nicht. Dann sterbe ich ja ohne Sio. If you wanna be my lover, gotta go with my friend. Tut was dagegen, bitte. Ich glaube, damit machst du es noch schlimmer. Ja, ne? Ich merk's. Friendship never ends. Gott. Was hat der genommen heute? irgendeine Gesangspille, glaube ich. Eigentlich ist es nicht anders als sonst. Vielleicht habe ich meinen Schlafrhythmus ist in letzter Zeit etwas durch den Wind wegen der Hitze. Vielleicht liegt es daran. Eigentlich ist es nicht anders als sonst. Ja gut, vielleicht einen Joint mehr, aber sonst ist es nicht anders. Ich nehme keinen Joint. Ich brauche nur einen Scherz. Oh, es regnet. Es regnet. Das ist Schnee. Schnee ist nur kalter Regen. Schnee. Kein Regen. Nee. Schnee ist nur kalter Regen, okay? Okay. Sag das mal dem Meteorologen. Das ist aber wahr, weil... Ja, ich weiß, aber trotzdem. Schnee ist Schnee und Schnee ist kein Regen. Auch wenn es Wasser ist, aber es ist trotzdem Schnee und kein Regen. Ich dachte, es ist gefrorener Regen. Hey. Ja, aber es ist... David, das heißt David, David, Regen. David, warte auf mich. David! Ja! Jetzt hast du mich ganz hier aus dem Konzept gemacht mit deinem David-Gelaber. Okay, dafür gebe ich den ersten Hit. Nein! David, ich habe den ersten Hit, David! David! Ich habe gehittet, David! Oh mein Gott. Ach, die Geistertussi, ne? Naja, die Japano. Dame. Naja, Dame. Mädel. Verweste. Leiche. Geist, Spektralwesen. Whatever. Ey, was witzig ist, die Haken hier sind so aufgebaut wie dieser, kennt ihr das in den Krankenhäusern, wo man das Blut dranhängt? Diese Transfusionsdinger da. Ja, Transfusion, da ist auch eine Bluttransfusion dran an den Haken. Also eigentlich könnte ich nicht sterben. Ja, sie schließt sich da nicht dran an. Ja, aber ich kann mich ja selber ranschließen, weil ich ja noch die Hände frei habe. Ja, das stimmt. So, jetzt aber wieder zum Spiel zurück. Ich bin etwas abgelenkt gewesen. Hat man nicht gemerkt, oder? Nein, nein. Ich war David? Hat man das gemerkt, David? Nee, hat man nicht gemerkt. Näher. Genau, geh du mal retten. Näher. Okay. Alan. Nee, das ist ja gar nicht Alan. Das ist Steve. Okay. Mal. Ich geb das offiziell zu. Ich bin etwas aufgedreht heute. Etwas? Merkt man gar nicht. Wie kommst du drauf? Keine Ahnung. Dadurch, dass ich dauernd Alan gesagt habe. Das ging Alan lang. Hi, näher. Das bist du ja gar nicht. Ich dachte, ich glaube die ganze Zeit dir hinterher. Das ist ja der Fake-Bill. Oder der Doppelgänger. Nee, warte, ich bin ja der Richtige, dementsprechend. Aufzuhalten. Ich bin doch der Richtige. Ja, deswegen ja. Nein, er ist der Richtige. Nein, wir sind beide richtig. Hör auf zu heilen. Oh, du Bastard. Hallo. Achte auf deine Wortwahl. Oh. Ja, ey. Oh, dieser Idiot. Wir sind doch erwachsen jetzt, oder? Ja. Gosh. Aber da man ja darauf hingewiesen wurde, dass man trotzdem drauf aufpassen soll. Ach, wurde man? Wurde man also auch. Von dir oder? Auch wenn ich eigentlich alle. Von dir oder von. Nicht von mir. Soll ich dich heilen oder soll ich dich nicht heilen? Nicht heilen. Ich habe so einen Perk. Ja, nee, weil du nicht. Darf schon mal nicht lang gehen. Nee, bockt das. Oh, ich gehe mal in den ersten Stock. Vielleicht ist hier was Interessantes. Schöner Generator vielleicht, das wäre nett. Und die Antwort ist nö. Na, sollst du, werde ich hier unten reparieren. Willst du ihn retten oder soll ich ihn retten? Rette du mal. Ich habe hier auch gleich jemanden zu retten. Nennt sich Kaya. Okay, dann rette ich ihn jetzt mal. Je nachdem, wo er hingetragen wird. Ich werde dich retten, Bill 2. Bill B. Nichts kann dich davon aufhalten. Nichts wird mich davon ablenken lassen. Oh, ein Schmetterling.
So viel zum Thema Ablenken. Genau. Ah! Hua! Oh, Schnitzel. Ich war nur einmal kurz abgelenkt, weil das war das Zimmer, das ich durchgehen, glaube ich, den Skillcheck verbockt habe. Oh Junge, Leute? Zu heilen, sie kommt schon wieder, Mann. Geh weg. Nee, ich bin hier sogar mal gekommen. Ich hätte mich auch gern bei guter Gesundheit, aber nicht, wenn sie gerade kommt und er hört da nicht auf. So wie ja gerade davor. Der zweite Bill. Bill B. Bill B, genau. Nennen wir ihn Bill B und du bist Bill A. Genau. Bill A. Ich bin A Bill. Ja, A Bill. Ich bin aber nicht die Bill of Rights. Ach komm, hör auf. Ach komm, hör auf, sagt sie. Okay. Ich glaube, sie meinte nicht dich. Okay. Yay. Ich hätte eher yay sagen sollen und dann okay. Hm? Yay. Oh, du... Oh, direkt an den anderen Ende meines Ganges. Bitte komm nicht hierher. Ich komm dich gleich retten, wenn ich hier fertig bin. Ja. Okay. Das ist jetzt ein bisschen durch. Oh, das Ding kommt schon wieder in unsere Nähe. Komm schon, ich hab das Ding gleich fertig. Wir sind noch bei dir? Nee. Go. Go. Go, 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 go. Warum hat er den nicht fertig gemacht? Also den Generator. Ja, ich hab gerade mit mir selbst geredet. Generator tut, was immer ein Generator tut. Komm schon. Denke ich auch gerade beim Heilen. Yes! Nein, so ein letztes Zipfelchen, ey. Ja, Schnitzel, sie ist bei mir. Kann mich jemand heilen? Wie ihr merkt. Ey, hallo! Was denn? Kommst was du denn? Mal her? Ist das so ein kleines Stückchen? Wir stehen hier etwas ungünstig. Was? Meinst du nicht auch? Oh, sie macht sich wieder auf die Socken. Auf weitere Abenteuer mit der Geistertanze. Sofern sie welche trägt. Oh. Was? Sofern sie welche trägt? Ja, Socken. Sofern sie welche trägt. Ja, gut, ich halte dich nicht Ach, weiter. Alles nee, klar. Nee, das tut sie dann nicht. Nein, ist ja nett, aber lassen Sie sehen, dass wir zum Ausgang kommen. Ja, danke. Also meinetwegen könnt ihr mich auch hier hängen lassen. Ach so, scheiße, du hängst da auch noch. Ja, ich verstehe nicht drauf. Ja. Öffne erstmal das Tor, bitte. Öffne erstmal das Tor. Weil ich hänge auch gleich. Also jetzt. Deswegen würde ich euch mal raten, erstmal die Tore zu öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Das Tor da hinten ist auf. Okay, sie lässt mich fallen. Ich komme zu euch gekrochen. Das schaffe ich nicht, sorry. Ja, ich weiß, du musst mich auch nicht retten, habe ich doch gesagt. So, 42. Ich bin mal hergekrochen. Lauf doch zum Ausgang. Lauf! Sie ist hier! Lauf, gib nicht auf, die Dönerbude hat noch auf. Ich versuche dahin zu krabbeln. Was? Ich dachte, der hat das hier aufgemacht. Genau, deswegen sag ich. Du hättest es aufgemacht. Nein, der Typ, der stand ja hier. Nein. Lass mich liegen, du Vollhund. Ich wäre zum Ausgang gekrochen. So viel Zeit war noch. Lauf einfach. Meine Fresse. Ah, oh, nee. Gott, warte, ich kann gerade nichts annehmen. Sehr geil. Einfach da kurz hinstellen. Danke, mein Schatz. Liebe dich. So, und damit nicht wieder gemeckert wird. Hi, Leute.
Hi, Frösche. Du wurdest begrüßt. So. So, jetzt kann ich. Ich bin's gewohnt, dass Frösche mich ignoriert. Danke. Schliff. Sogar mit überbacken. Sehr geil. Oh, ist da Ei mit bei? Oh, geil. Ich bin noch warm. Oh, geil. Danke. Du Sau. Hört sich lecker an. Ist es. Komm, jetzt mach uns endlich tot. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Hin und Her. Ja, sorry, musst du leider rausfahren, die war direkt hinter mir. Nee, ich meine ja nicht, ich meine ja die Alte da. Also ja, aber ich wollte Erdbeeren. Mir trotzdem Entschuldigung, weil ich bin einfach rausgerannt jetzt, um euch zu helfen. War jetzt auch nicht besonders edel von mir. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Für mich nicht. Nö. Also für mich auch, weil sie direkt hinter mir war, davon mal ganz abgesehen, aber. Das ist ja nicht fertig machen. Wieso geht das nicht? Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich vorhin noch mal sagen wollte. Hier in meinem Laden gibt's jetzt, wenn man ab einem gewissen Wert, kennt ihr diese Auktion, wenn ihr einen gewissen Wert einkauft, bekommt ihr dann irgendwelche Figuren dazu? Kennt ihr das bei Supermärkten? Ja. Ja, aber genau, schon. Bei uns ist ja... Was? Glaube schon. Genau, und bei uns ist gerade auch die Fanden. Aber halt nach den Ländern, die an der EM teilnehmen. Okay. Und was ich sehr... Also sagen wir so, ich finde es so schlecht, dass es schlecht gemacht, dass es wieder gut ist. Oder so stereotypisch, dass es wieder gut ist. Russland wird als Ottifant mit Bärenfellmütze und Wodka-Glas dargestellt. Okay. Klischeehafter geht's nicht, oder? Ich glaube, da gibt's Schlimmeres. Ja. Okay, Beispiel. Ja, mir fällt es gerade nicht spontan ein, aber. Schmeckt aha. Super frisches. Ihr könnt ruhig weiterreden. Ja. Was? Deutscher mit Bier und Tracht. Stimmt. Genau, es gibt halt, die deutsche Mannschaft wird halt durch einen Bayern dargestellt mit einer Lederhose. Ja, das ist doch genauso klischeehaft. Ja, sag ich ja. Sogar noch mehr als bei den Russen. Es ist auf jeden Fall nicht der Höhepunkt der Kreativität. Wobei es sind Ottifanten, was erwartet man? Jo. Holländer mit Holzschuhen. Ich glaube, das gibt es sogar auch bei den. Ich weiß, dass Portugal. Schweizer mit Schweizer Käse. Der Portugal wird interessanterweise durch einen Ottifanten, der surft, dargestellt. Okay. Was ich nicht ganz verstehe. Also, ich meine, ich verstehe es schon, aber. Wenn ich an Portugal denke, denke ich nicht unbedingt daran. Ja, Frosch, hast du recht. Worauf?
Wovon hat er recht? Kann ich gar nicht sagen, hab den Mund voll. Hm? Ja. Ich hab den Mund voll. Ja, das hast du. Schmeckt das lecker. So soll's sein. Bis auf das Hanuta zwischendurch und die restlichen Chips aus der einen Tüte habe ich nur einen Obstsalat heute gegessen. Obstsalat? Heute Morgen okay. Direkt zum Frühstück. Ich habe mir heute ein paar Scheiben Zitronen gegönnt. Auch lecker. Cool, so. Oder was anderes? Und was anderes. Oh, okay. Die habe ich halt halbiert, die Scheiben, und dann habe ich sie einfach nom. Nom. Ist nicht so schlimm, wie man denkt. Da kommt es im ersten Moment schlimm. Das sehe ich auch immer. Aber an. Gerne, wenn wir es so haben. Also auch wirklich roh. Oder ja, halt natürlich. Mit was dazu. Ja. Nice. Also ich würde jetzt keine ganze Zitrone auf einmal essen, aber in Scheiben. So als Erfrischung. Mhm. Nicht, why not? Doch, ist lecker. So, letzte Runde für mich heute. Okay. Dann geht's, glaube ich, gleich bei euch weiter mit Herr der Ringe. Ja, wahrscheinlich. Bisschen, sofern... Weil er keinen Bock auf FF14 hat. Wo ich jetzt immer noch sehr... Was wolltest du sagen? Kaya? Ich überlege. Gut. Wo ich es noch immer sehr seltsam finde, dass du dass ihr beide verwandt seid, mütterlicherseits in Heideringe Online, aber hey... Ja, ich bin seine Mama. Genau, das ist ja das Strange... Obwohl, na gut, vielleicht übertreibe ich auch. Das ist quasi. Keine Ahnung. Ist ja nur im Game. Ist ja nichts. Ich weiß, aber selbst das fühlt sich irgendwie weird an. Okay. Also damit habe ich keine Probleme. Nö. Ja, höchstwahrscheinlich. Das ist nur mein Problem darauf hinaus. Das kann sein, das weiß ich nicht. Vielleicht finde ich es einfach nur seltsam und ich. Obwohl, es ist so eine klassische Sache. Die ich manchmal mache. Du kannst ja auch in vielen Rollenspielen heiraten und hat ja nun mal nichts mit der Realität zu tun. Ja, ich weiß, was ich sagen wollte, ist, dass ich viele Dinge, die anderen nicht seltsam erscheinen, aus irgendwelchen Gründen seltsam finde. Ja, es gibt Schlimmeres als. Das war ja vorhin wie mit dem Film, es ist alles Geschmackssache. Mit dem Film der goldene Schnitzel. Aber was du halt meintest mit der Serie, dass das auch dir nicht unbedingt, dass du sie nicht schlecht findest, aber nicht genau. Dein ist, das ist halt. Sing Dang! Ja, Sing-Sang. Yeah. Ist jetzt schon Laterne singen? Ah ja, wie nennen wir eigentlich den Trickster? Der hat noch gar keinen. Hattori Hanzo. Oh ne, das war jemand anderes. Das fällt mir dann spontan ein. Nenn ihn doch Trixie, das ärgert ihn noch mehr. Trixie, du Süßes. So wie, oh Gott, wie habe ich den Nemesis genannt? Nemi, glaube ich, oder? Nemi. Okay, das ist cool. Nemi für Nemesis. Ja, ist ja kein Wunder, dass der sauer wird. Nemi, du bist ja eine Süße. Ich bin ein Kerl. Ja, wollte gerade sagen. Oder, na gut, vielleicht ist es auch ein Mädel, obwohl. Und der Virus hat halt dafür gesorgt, dass. War es nicht im Film so, dass der Typ aus dem ersten Teil. Ja, im Film, Der dann zu Nemesis wurde? Im Richtig. Zweiten? Also ist Nemesis eigentlich ein Kerl, zumindest im Film. Ja, es ist auch, glaube ich, so, hat er eine männliche Natur, aber ich glaube, in den Spielen ist es nicht. Also ist es, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, auch irgendjemand gewesen, aber jetzt kein Bekannter oder so. Ja, also im Spiel war. Ja, im Übrigen. Ja. Bevor ich es wieder vergesse, ganz schnell, ich habe nachgeguckt, Resident Evil, der erste Teil spielt 1998
Und ah. Left 4 Dead spielt höchstwahrscheinlich 2003. Okay. Ja. Genau, und dementsprechend, weil ich ja gesagt habe, dass Bill Zombies abgeschlachtet hat, bevor, als ihr noch in den Windeln lagt. Naja. Und das stimmt halt nicht, weil... Nee. Da sind 5 Jahre dazwischen. Ja, nee, ja, wer hätte es gedacht. Und jetzt war wieder unnützes Resident Evil Wissen mit Sio. Aber... Wobei eigentlich die Resident Evil Saga fängt, glaube ich, in den 70ern an, von der Vorgeschichte her. Ich habe mich mal so ein bisschen jetzt in den 7. und den 8. Teil reingelesen, weil viele haben sich gefragt, was hat das damit zu tun? Mhm. Die Charaktere, die da spielen, sind teilweise irgendwie 100, 200 Jahre alt und tatsächlich der Gründer von Umbrella, der hat auch mal zu denen gehört. Und dieser ganze Ursprung des Virus kommt, glaube ich, durch diesen Pilz. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich kann mich auch irren. Ja, wobei Resident Evil, also die Story ist ja in Resident Evil 7 ein bisschen anders. Da geht es ja nicht mehr um Umbrella, sondern um eine ähnliche Organisation. Ja, schon richtig. Aber ursprünglich war der Gründer von Umbrella halt mit dabei bei diesen anderen Leuten. Von der Connection. Du meinst jetzt die Organisation, die in Resident Evil 7 erwähnt wird. Ja, oder auch in 8 oder... Ja, ich... Bei 8 weiß ich ehrlich gesagt, habe ich mal gehört, dass es nicht ganz so verbunden ist mit 7. Eigentlich schon. Es ist eigentlich der direkte Nachfolger. 8 baut auf 7 auf. Ja, 8 war auch recht. Ja, ist eigentlich der unmittelbare Nachfolger. Also 8 kannst du nicht spielen, ohne 7 gespielt zu haben. Weil sonst kapierst du den 8 nicht, wenn du den 7 nicht kennst. Ja, okay, verstehe. Aber zu Digi, Mann, es gibt. Ich meine, bei Final Fantasy kann man ja auch jeden Teil spielen, obwohl man die Vorgänger nicht gespielt hat. Ja, da hängt auch nicht jeder miteinander. Aber ich meine, bei Resident Evil 7, 8, die hängen tatsächlich zusammen. Also das ist jetzt nichts. Ja. Das ist jetzt nicht wie FF7 und FF8. Na klar, es ist unabhängig. Wenn du jetzt allerdings zum Beispiel Final Fantasy 4 und Final Fantasy 4 After Years vergleichst, da musst du den 4. gespielt haben, bevor du den 2. vom 4. gespielt hast. Oder Final Fantasy 10-2, bevor du 10 spielst. Geht auch nicht. Ja. Also kannst du machen, aber passiert trotzdem nicht ganz. Da gibt's dann schon Zusammenhänge. Bei 7, den einzelnen Teilen, weiß ich es nicht genau, weil ich nicht alle Teile von 7 kenne. Hallo, ja, Spin-offs. Da weiß ich leider nicht genau. Da gab es auch mal dieses Handyspiel, was nur in Japan erschienen ist, Before Crisis. Da gab es den Anime. Stimmt, Before Crisis, Crisis Core gab es. Ist ein bisschen wie... Advent Children. Ja. Dieses Dirge of Cerberus gab es dann ja noch. Dirge of Cerberus, genau. Dieses PSP-Spiel, was irgendwie damit zusammenhängt. Ja, das war... Crisis Core, genau. Okay. Mega. Also ich hab's auch teilweise gespielt, also den Anfang gespielt, sag ich mal. Aber leider nicht zu Ende gespielt. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe mal angefangen, ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen soll. Diesen Brawler zu spielen von Final Fantasy. Dissidia. Dissidia ist auch cool. Ja. Habe ich nur leider nie so aktiv spielen können, weil ich an einer scheiß Stelle nicht weiterkam. Ich habe es sowohl für die PS4 als auch für die PSP. Für die PS4 brauche ich es noch. Ja gut, ich hab's jetzt dieses Jahr zum Geburtstag bekommen vom Kumpel. Oh, scheiße. Ist sie blind? Ja, sie ist blind. Weißt du, dich habe ich überhaupt nicht gesehen in der Nähe. Ich lauf genau vor ihrer Nase rum. Okay. Muss ich nicht nachvollziehen. Ah, Singsang ist auch nicht mehr die Jüngste, deswegen singt sie auch nicht mehr so auf. Was? Die wirft einfach so... ihren Tomahawk. Und ja, aber sie erwischt mich dann einfach... Was hältst du mich jetzt? Oh, egal. Das war eigentlich nicht meine Intention, dass du mich jetzt hältst, aber okay, nett von dir. Das war eigentlich auch nicht meine Intention, dass sie mich überhaupt anhittet. Ja, bei mir auch nicht. Aber Unfälle passieren nun mal. Unfälle, Anführungszeichen.
Wow, wie hat sie mich denn da gesehen? Okay, das war nice von ihr. Das muss ich jetzt leider mal zugestehen. Vor allem leider mal. Wieso? Nichts. Sprich dich ruhig aus. Sag's mir ins Gesicht. Sag mir, was du denkst. Oh, das weiß er. Ja, teilweise. Warum kriegt sie mich eigentlich immer als Erstes? Hast du doch gar nicht. Natürlich, hättest du. Sio ist doch schon tot. Ja, wollte gerade sagen, ich bin tot. Ich habe nicht gesagt, warum tötet sie mich als Erstes, sondern warum trifft sie mich als Erstes. Ach, trifft? Ach so, ich habe kriegt verstanden. Treffen Sie neue Leute mit ihrer Axt. Bitte nicht. Bitte nicht. Nee, ich will mich jetzt mal selbst heilen. Ach ja. Warum ist mir gerade eigentlich so fucking warm? Ich hab echt Schweißperlen auf dem Stirn, so ein paar, ey. Meine Güte. Weiß ich nicht, weil du mitfieberst? Nee, es ist warm draußen. Echt? Hier nicht? Also, schon angenehm, ja, okay, aber ja, 20 Grad geht eigentlich, ist nicht zu warm. Wollte ich gerade sagen, weil... Würde mich jetzt wundern, wenn bei dir jetzt so viel anders wäre. Nee, ist ja nicht. Kack, Generator, Mist, Kack, Teil, Biene, aus. Ah! Was hat jetzt die Biene damit zu tun? Ich weiß es nicht, was nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Wie kommst du denn darauf? Sei doch mal ein bisschen optimistischer. Aber ja, ich glaube, wir schaffen das nicht. Wo könnte die Luke sein? Geh doch mal woanders hin, du blöde Kuh, ey. Wo könnte die Luke sein? Kann ich dir leider nicht sagen. Nee, ich mir auch nicht. Weißt du, sie soll da mal bitte von dem Generator weggehen. Ja, natürlich hast du ihn auch wieder schön kaputt gemacht. So ein. Hallo. Nee, ich habe echt keine Ahnung, wo das Ding sein könnte. Genau, du hast von da gesehen, dass ich in den scheiß Spind gegangen bin. Und hast du einen guten Optiker. Ja, ne? Such die Luke. Bin dabei. Das Problem besteht darin, dass ich sie nicht finde. Und dass ich im Keller bin. Ja, das sehe ich. Gehst du zum Lachen in den Keller? Ja, so in etwa. Also hier unten ist die Luke auch nicht. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Tschüss. Bye bye. Yep. Hi, Fenelix verabschiedet sich. Oh yeah. Er macht den großen Abgang. Mit einem Knall geht er aus. So wie bei den, bei Das 2.
Ja, genau. Das hat mich überrascht, im positiven Sinne, dass quasi bei diesem ganzen... War klar. X'en, wo die Bomb-Places waren, auch wirklich gebombt wurde, wenn man reingegangen ist. Ja, stimmt. Komm schon. Das war cool. Komm schon. Yo. Nee, ich bin entkommen durch die Tür. Nice. Nee, nicht ernsthaft jetzt, komm. Jetzt fühle ich mich richtig verarscht. Manche Leute haben einfach extremes Glück, Diggi. Wir beide gehören nicht dazu. Ganz offensichtlich. Die Luke hatte so zugemacht und ich hab's gerade noch so zur Sekunde geschafft, die Tür zu öffnen und rauszukommen. Das ist doch schäbig. Lass uns können. Ich opfer mich nie wieder. Egal, wohin. Hey Leute. Ja. Ja. Was interessant ist, ich sehe mir gerade von meinem Anhänger, den Zwergenanhänger, die Beschreibung an. Grüne Grippe. Und das ist ja der Virus in Left 4 Dead 2. Steht darunter. Zwerg Chomsky, grüne Grippe. Finde ich ein cooles. Was? Ja, genau. Hat was, habe ich gesagt. Hat was. Ja. Und ich habe auch was, und zwar... Verabschiedest du dich jetzt? Meine Verabschiedung anzukündigen. Ja, okay, Doki. Jo, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, ne? Yep. Ach so, ja, stimmt, nächste Woche ist er nicht. Und genau, nächste Woche haben Aidaria und Frisches einiges was vor, ne? Ja. Jo. Dann viel Spaß bei Herr Online. Ja, oder... Und lass dich nicht von Bingo Boffin ärgern. Ja, sofern wir spielen. Eventuell spielen wir ja noch eine Runde hier. Eventuell. Okay, dann... Hätte ich auch nichts gegen. Lasst euch nicht von den Killer killen. Nee, die nächste Runde nicht. Ich opfer mich da nicht mehr. Das ist mir scheißegal. Das ist jetzt vorbei. Schluss mit lustig. Ja, aber du stirbst ja trotzdem. Ja, aber dann, egal, sehr ruhig. Das wird lustig. Tot in den ersten 5 Sekunden. Ja, genau. Okay, genug geredet. Ich bin raus. Ja, ciao, Leute. Ciao. Bye. Ich bin immer zu langsam. Ciao, ciao. Wieso, Dufte? Wieso bist du denn immer zu langsam? Was hast du denn vor? Was hast du denn vor, hä? Hey. Hey. Ja, wollen wir noch eine Runde? Ja. Und danach? Hast du dich entschieden? Noch nicht, das entscheide ich jetzt gleich in der Runde. Okay. Dann gehe ich aber einmal noch mal kurz pinkeln. Machen Sie das. Ich habe so viele Ideen, bringt gerne zu Ende. Oh, Dufte, das kann ich auch. Das kann ich auch vorher. Geht mir genauso. So, dann bis gleich.